Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Ich nehme dich an den Geburtstagen von Charlie und Coco mit und ich wünsche dir viel Spaß mit dem Video. Charlie und Coco haben ja ziemlich zeitnah Geburtstag, deswegen machen wir nur einen Kuchen für die beiden. Für den Kuchen braucht ihr eine Schüssel, eingeweichte Erbsenflocken, Leinsamen und eine Müsli-Mischung. Für die Dekoration könnt ihr auch noch getrocknete Früchte nehmen. Dann braucht ihr auch noch ein Brettchen plus ein Messer, eine Schüssel, um das alles zu verrühren und einen Löffel und eine Banane. Zuerst beginnt ihr, die Banane zu schälen und anschließend in kleine Stückchen zu schneiden. Danach gebt ihr die Banane in eine Schüssel und zerdrückt sie mit dem Löffel. Anschließend fügt ihr die Müsli-Mischung der Banane hinzu, dass ein gleichmäßig fester Brei entsteht. Danach werden die Erbsenflocken zerkleinert und auch der Mischung hinzugefügt. Wir füllen jetzt alles in einen Napf, ihr könnt aber auch eine Backform verwenden oder was ihr gerade da habt und danach drücken wir alles noch mit dem Löffel fest. Am besten dreht ihr jetzt den Napf auf einer großen Fläche um. Ich habe hierfür einen Blumenuntersetzer genommen und rundherum garniert ihr dann alles mit Salaten und Gemüse. Wenn ihr fertig seid mit Garnieren, könnt ihr vorsichtig versuchen, den Napf von der Mischung zu lösen und anfangen zu dekorieren. Zum Dekorieren habe ich das Ratatouille von dem Tauschpaket mit Pfötchenbande verwendet. Mit Stangensellerie habe ich dann auch noch in die Mitte eine 1 geschrieben. Die Kaninchen haben das dann natürlich auch gleich bekommen und wie ihr seht, hat es ihnen sehr geschmeckt.
Später habe ich die Kaninchen auch noch in den Auslauf gebracht, wo sie mehrere Stunden verbringen durften. So Leute, das war's dann auch schon mit dem Video. Ich hoffe natürlich, es hat euch gefallen. Wenn das so ist, könnt ihr dem Video gerne einen Daumen nach oben da lassen und mich abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Tschüss!